Damen und Herren, zu einer weiteren Folge vor. Ja, meine Güte, man kann es auch übertreiben. Also das Universum will ich jetzt natürlich nicht zerstören. Ja, Spaß, aber natürlich zerstöre ich's. Und weil es natürlich nur ein Paralleluniversum war, ist euch natürlich nichts aufgefallen. Aber das war jetzt so böse von mir, ich könnte glatt ein Endboss sein. Ja, ich weiß. Und das heutige Thema sind Endbosse oder generell Bosse. Ganz unabhängig davon, ob auch Spielen oder auch Serien oder Cartoons. Bosse sind auf jeden Fall ganz individuell und können unterschiedlich aussehen. Dennoch gibt es so einige Bossarten, könnte man sagen, die immer wieder vorkommen und die will ich heute mit euch durchnehmen. Bosstypus Nummer 1 sind Bosse, die unbedingt die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Diese, könnte man sagen, weisen auf jeden Fall ähnliche Verhaltensmuster auf. Wo bin ich? Und warum trage ich den beschissenen Zylinder? Du, mein lieber Freund, befindest dich in meinem Geheimversteck und bist mein Gefangener. Das ist ein stinknormales Einfamilienhaus. Das ist eine Ablenkung. Ich brauche dich für meine finsteren Pläne. Darf ich raten? Du willst die Weltherrschaft an dich reißen? Woher weißt du davon? Wow, ganz innovativer Plan Nummer 864. Nun gut, aber du weißt nicht, wie ich vorgehen werde. Aber wenn du möchtest, kann ich es dir erzählen. Wow, Moment mal. Immer wenn ihr Fieslinge anfangt, von euren finsteren Plänen zu erzählen, dauert das mindestens eine Stunde. Keine Sorge, ich fass mich kurz. Und aufgrund dessen, weil ich dann die neue Freundin von Barack Obama bin, gelange ich so an die Weltmacht. Wie findest du den Plan? Solche haben meist immer das gleiche System. Sie bauen sich wieder lieber Eggman aus der Sonic-Serie eine eigene Armee auf, damit sie an die Weltmacht kommen, um ihr eigenes Imperium aufzubauen. Ich muss es wissen, ich habe ja so einen als Freund. Lord Abaddon aka Max als Videospielentgegner. Das wäre doch mal episch. Bosstypus Nummer 2 sind jene, die zwar eine eigene Armee haben, aber andere Ziele verfolgen, wie zum Beispiel den Schwarm des Protagonisten entführen. Ständig. Ich meine, es tut mir leid, dass Bowser forever alone ist, aber ich meine, es gibt so viele Frauen auf dieser Welt, nicht nur Peach. Und Mario kann ich da auch nicht verstehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Schön, dass man hält. Du hast mich wieder aus den Klauen des Bösen befreit. Ja, zum 84. Mal. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Naja, wie wär's mit einem Kuss? Halt, ich hab noch was viel Besseres. Ich mache dir Kuchen. Und das so ziemlich für immer. Sie ist ein Mario. Im echten Leben haben wir natürlich auch sowas wie Erzrivalen. Ich meine, wir YouTuber haben auch mit Fieslingen zu kämpfen, nicht wahr? Deine Videos sind schlecht. Ja, was hat die Guy Fawkes-Maske damit überhaupt zu tun, Hater zu sein? Ich dachte, die Maske steht unter anderem für Meinungsfreiheit und nicht für Hass. Du hast recht. Ich sollte mir endlich eine eigene Meinung bilden. Du bist scheiße. Ja, das sind unsere Fieslinge. Andere haben sie aber auch in der Schule oder bei der Arbeit. Ich hab ihre Faxen satt, Herr Müller! Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Sie sind entlassen. Bin ich jetzt gefeuert? Spaß, auf Sie kann ich unmöglich verzichten, das wissen Sie doch genau. Wirklich? Nein, raus. Ja, auch solche Chefs oder Bosse können ganz böse sein. So, meine Freunde, jetzt seid ihr dran. Was sind eure Lieblingsbosse und Erzrivalen? Aber natürlich völlig egal, ob aus Spiele, Comic oder Serie. Schreibt es mir unten in die Kommentare, aber auch, warum er euer Liebling ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es favorisieren und verbreiten. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Den heutigen Promo-Channel findet ihr in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal bei Bladi. Ciao. Lauter reden. Naja! Erst mit dem Kuss! Ich brauche dich für meine finsteren Pläne. Ich bin ihre. Huch. Ich bin ihre Faxen satt, Herr Müller. Ach. Ich vergesse, was ich danach sagen soll. So geht das nicht.